Geht das? Das geht nicht. Aber warte mal, es geht schon. Ich muss nur hier einen Block hinmachen. Zack. Jetzt geht's. So. Dann einmal hier rum. Das funktioniert. So, und dann einmal hier entlang. Genau. Ungefähr. Nicht ganz genau, aber fast. So. Okay. So, jetzt kommt der etwas risikoreichere Part. Das ist nur ein bisschen risikoreich. Eigentlich gar kein Problem. Solange kein Gas kommt. So, ja, machen wir das mal so. Nie hin, ne? Ich krieg's einfach nie hin. Wie viele sind das? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Es sind genau 8. Das heißt, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt möchte ich mal gerade ganz kurz was testen. Wenn ich es hier hin mache, dann reicht es auch perfekt. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo? So. Reicht das auch? Jep. Wunderbar. Dann machen wir so weiter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir jetzt hier endlich mal ein System drin, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also es reicht immer quasi 9 Blöcke weit sozusagen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso 9, wenn ich doch immer bis 8 zähle? Weil es so ist. Nee, weil ja hier noch einer dazukommt. Und wir zählen den direkt neben der Fackel auch nicht mit. Das heißt, wir sind jetzt hier quasi schon beim zweiten Block. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein Horn, ein hier, ein Ding, 8. Hm. Ungern, dass jetzt der Schulker in die Lava fliegt, deswegen lieber ein bisschen zu viel Vorsicht, ne? So. Gut. Was war das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist mit Sicherheit das Spannendste, was ihr jemals in Minecraft gesehen habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber man muss sich halt auch manchmal konzentrieren, wenn man sowas baut.
Normalerweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 würde ich euch jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 würde ich euch jetzt irgendeine lustige Geschichte aus dem Leben erzählen oder sowas oder sonstigen Kram, der mir halt gerade so einfällt. 2, 3, aber man muss sich halt auch mal konzentrieren. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe mich jetzt erzählt. Sieht gut aus. Jo, weil es so viel Spaß macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn sich jemand beschweren will, dann gerne bei Darts-Fan. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich tue nur, was die Community will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, ihr wisst Bescheid. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zack. Hallo, Rai. Ja. Ja. Ah, das geht natürlich jetzt nicht. Ja, du vermeidest also auch Schienen. Interessant. Interessant. So, da vorne sehen wir schon den Weg. Wie er sich elegant durch die Lava schmiegt. Eieiei. So. Alter. Erschreck mich doch mal, ey. Kommt da einfach angeschissen. Aus dem Nichts. Und haut mir einen rein. Meine Güte, ey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben war mal. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2, 3, 4. Wo war gerade ein Gast eigentlich? Okay. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah! Jo, ich freue mich, wenn wir gleich in dem Tunnel da vorne sind. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plöps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, inwiefern es realistisch ist. Wir haben ja gerade eine Fackel auf einen Magma-Block gestellt. Und ich erinnere euch gerne mal dran, dass die Fackeln aus diesen zarten Stöcklein gecraftet werden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dass die da drauf stehen bleiben und nicht verbrennen, ist natürlich so eine Frage. Aber ich weiß, wir sollten in Minecraft nicht anfangen mit Logik. Weil da gibt es dann natürlich noch viele andere Dinge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, die auch keine Logik ergeben. Oder keinen Sinn haben in diesem Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, hier. Was?
Doch nicht hier. Okay. Hä? Okay, das muss ja erst geupdatet werden. Interessant. Das ist ja eine interessante Beobachtung. Guck mal. Wenn ich hier eine Fackel hinmache, reicht das Redstone-Signal nicht ganz aus, um diese Schiene zu bedienen. Wenn ich jetzt hier eine Fackel hinmache und zerstöre die erste, ist das Redstone-Signal trotzdem noch von der Fackel. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Loch hinmache, ja, mal hier ein kleines Experiment. Hier Redstone-Signal zu schwach und wenn ich jetzt hier eine Fackel hinstelle, dann geht's. Wenn ich hier eine Redstone-Fackel hinstelle, dann geht's nicht. Ja, wie auch immer. Wie auch immer, Leute, wie auch immer. So, ich zähle jetzt mal nicht weiter, weil das wird ja sonst auf Dauer auch zu blöd. Wir machen das jetzt wieder nach Gefühl, das ist sowieso viel besser. Ja, sieht man ja. Tack. Und dieses empirische Zeug mit dem Zählen und so, das ist ja sowieso viel zu anstrengend. So, eins der kann man noch mit normalen Schienen. Wenn der weg ist, dann ist vorbei. Wie viel Redstone haben wir noch? Ja, 30 Fackeln noch. Das ist eigentlich gleich mal so wenig. Ich habe das Gefühl, wir haben es nicht mehr so weit. Ich habe das Gefühl, wir haben es nicht mehr so weit bis zum Portage. Genau, hier ging es nämlich auch runter. Und ich glaube, da wo es runter ging, war es dann echt nicht mehr weit. Ich glaube, uns gehen die Ressourcen gerade so ein Stück zu früh aus. So minimal. Kann mich auch täuschen. Wäre natürlich gut, wenn ich mich täusche. Von mir aus dürfen wir auch gleich mit der Bahnlinie fertig sein. Das ist auch okay. So, also an Antriebsschienen wird es uns wahrscheinlich nicht mangeln. Da haben wir ja noch einige dabei. Wir haben jetzt natürlich auch keine Lore dabei, sonst könnten wir den Rückweg gleich fahren. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir es hier schon in einem... Tatsache. Dass wir es hier schon in einem Rutsch fertig kriegen, um ehrlich zu sein. Davon bin ich nicht ausgegangen. Ja, wunderbar. Dann können wir hier durchgehen. Und ich würde mal sagen, eine weitere Quest geschafft. Ich hoffe, Darts-Fan ist glücklich. Eisenhelm, super. Ich hoffe, Darts-Fan, du bist glücklich, ne, dass wir das jetzt gemacht haben. Und dann... aber wir müssen ja gar nicht zurückfahren, fällt mir ein. Wir müssen ja gar nicht zurückfahren, weil wir... wie cool sieht denn das Ende bitte aus mit dem Shader Pack? Das ist ja der Hammer. Apropos der Hammer, apropos das Ende, apropos alles. Ich würde sagen, wir bauen hier gleich mal, wir fangen hier gleich mal an, ein bisschen was zu bauen. Und zwar würde ich ganz gerne das Ganze hier ein bisschen fancier gestalten. Nee, war schon richtig. Das Ganze hier ein bisschen fancier gestalten, ne? Dass man hier auch einigermaßen safe von A nach B kommt und so. So, wenn wir schon da sind, dann machen wir das doch auch gleich. War schon ewig nicht mehr am Ende. Ich glaube, das letzte Mal war, um den Drachen zu kloppen, oder? Glaube zumindest. So. Okay. So, dann die Erde hier, die mache ich einfach mal weg. Oh, wie gruselig es ist, hier einfach lang zu laufen. Was ist denn das? Ach, da haben wir uns, glaube ich, damals hochgebaut, ne? Um zum Drachenfall zu gelangen. Haben wir uns, glaube ich, hier hochgebaut damals. Das darf alles mal weg. So, Schienen brauchen wir jetzt eigentlich keine mehr. Dann machen wir Wassereimer auf die Quickslots. Den könnte man ja brauchen eventuell. So, und jetzt ist die Frage... Ich weiß nicht so genau, ob das so ist, wie ich es will, aber wir werden es gleich in Erfahrung bringen. Wie sieht das denn aus? Das geht. Eigentlich finde ich, das ist okay. Dann haben wir hier nämlich so eine kleine... Ne, das ist natürlich keine wirklich
hilfreiche Barriere, aber ich finde es ganz gut, wenn man da nicht so einen ganz schmalen Pfad am Abgrund entlang muss. Weil der Abgrund ist halt gleichbedeutend mit dem Tod. Denn wenn man hier runterfällt, dann ist es einfach vorbei. Und das will ja niemand. So. Wie gesagt, das ist jetzt halt keine wirklich sichere Barriere, weil man kann ja easy drüber laufen. Aber jetzt muss man sich schon ein bisschen mehr anstrengen, um runterzufallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Und wir retten sogar die Materialien, bevor sie runterfallen. Zack und zack. Wunderbar. Richtig hübsch. Und so. Hier können von mir aus auch Netherrack-Dinger hin. Dann können wir die, wenn wir das nächste Mal ein Feuerzeug haben, auch entzünden. Feuerzeug haben wir jetzt aktuell nicht dabei, ne? Lass nur mal sicher gehen. Nicht, dass ich mich später ärgere. Sieht nicht sehr feuerzeugig aus, nein. Alles klar. Achso, was man auch machen könnte, wäre sowas, ne? Weil das würde auch tatsächlich schützen vor Runterfallen. Uhaha. Ich, ist mir jetzt egal, ob die Treppen runterfallen, ehrlich gesagt. Das ist okay. Besser die Treppen fallen runter als ich. Steintreppen können wir noch genug craften. So. Okay. So, 1, 2, 3. Ein. Danke. 1, 2, 3. Könnt hier wieder einen Block hin. Weiß nicht, ob das genauso schön ist wie mit den Treppen, aber es ist auf jeden Fall ähnlich wirkungsvoll. Quatsch, es ist viel wirkungsvoller, weil uns das ja auch wirklich schützt. 1, 2, 3. Nee. Da habe ich was falsch gemacht. 1, 2, 3. Blöps. So muss es sein. So muss das sein. 1, 2, 3. Und es ist immer viel Zählerei verbunden natürlich. Es ist ja ganz klar. Und theoretisch könnte man hier jetzt auch Netherrack hin platzieren. Das sähe dann vielleicht ein bisschen epischer aus als mit Fackeln. Aber mit Fackeln finde ich es. Thank you.